Die Inflationsrate in den USA ist über 5% gestiegen. Die Befürchtung, dass eine erhöhte wirtschaftliche Aktivität in der Eurozone und Deutschland auch höhere Inflationsraten ergeben könnte, die sind da. Und wir möchten nun in diesem Video das eine oder andere beleuchten, um einen sachlichen und objektiven Umgang mit dem Thema Inflation im Rahmen der Finanzplanung und der Vermögensstrukturierung vorzustellen. Zunächst blicken wir auf einen Praxisfall. Wir haben hier einen Musteranleger definiert, der soll 80.000 Euro im Jahr verdienen, das natürlich vor Steuern. Wir sehen, unser Musteranleger, der hat verschiedene Ausgaben, zum einen die Wohnkosten, also die Miete mit 18.000 Euro pro Jahr, 24.000 Euro Lebenshaltungskosten, also insgesamt sehen wir hier einen Ausgabenblock, der beeinflussbar ist von 42.000 Euro. Und nun sehen Sie schon an dieser Stelle eine mögliche Inflationsrate. Die wirkt ja natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ob unser Anleger hier eine Staffelmietvereinbarung hat, ob die Miete an die Inflation angepasst wird, ob es gar keine regelmäßige Inflationsanpassung gibt, sehen wir schon, dass die Inflation sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen auf deren Wohnkosten wirkt. Natürlich nicht nur die Kaltmiete, auch die Nebenkosten sind zu berücksichtigen und auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind natürlich sehr heterogen von steigenden Inflationsraten betroffen. Unterstellen wir nun, dass wir hier einen einheitlichen Topf bilden könnten und wir unterstellen ja nun zusammen mal dir 42.000 Euro, wie wir hier sehen, an Ausgaben, dann würde beispielsweise eine Inflationsrate von 5% bedeuten, dass die Kosten steigen im Jahresvergleich, also von heute an gerechnet, 5% theoretische Inflation, um die US-Daten auf die deutsche Ebene herüberzubringen, was keine Prognose ist und ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, sondern es geht nur um die thematische Einordnung, wären das 2.100 Euro, also würde sich die Liquiditätsrechnung um 2.100 Euro verändern, das heißt, bei sonst gleichen Annahmen, Sie sehen hier die Abgaben an die Sozialversicherung und Krankenversicherung entsprechend. Aktuell unser Anleger hat einen jährlichen Überschuss von 4.500 Euro der Einnahmen über die Ausgaben. Bei gleichen Einnahmen und sonst identischen Vorgaben würde dieses also um 2.100 Euro sinken. Warum? 5% auf 42.000 sind 2.100. Das heißt, er könnte nach wie vor noch alles bedienen. Das Ganze gilt es natürlich nicht nur im Jahresvergleich zu machen, sondern über mehrere Jahre, weil insbesondere Inflation sehr heimtückisch ist. Diese Schlagzeilen, die wir aktuell haben, die sind natürlich spektakulär, aber ich denke nicht, dass wir Inflationsraten haben, die jetzt über Jahre hinweg erhöht sind, sondern die Realität wird ja sein, dass das jetzt ein großes Medienecho hervorruft, sich dann auch wieder einpendelt, wahrscheinlich strukturell auf einer höheren Inflationsrate als in den vergangenen 10 Jahren. Und wenn Sie dann sehr langfristige Zeiträume betrachten, von 10, 20 oder gar 30 Jahren, dann sieht man erst, wie heimtückisch die Inflation wirkt und wie groß der Effekt ist, wenn die Kapitalanlagen die Inflation nicht ausgleichen. Der Blick dementsprechend auf die Kapitalanlagen dieses Anlegers wichtig, herausgeleitet aus der Vermögensbilanz. Im konkreten Fall, dieser Anleger hat ein Vermögen von 200.000 Euro, was diversifiziert in Wertpapieren angelegt ist. Und wir sehen hier die Rendite von 4%, in der Realität natürlich nicht 4% linear pro Jahr, sondern es wird Überschreitungen, es wird starke Unterschreitungen geben, abhängig von der Anlagestrategie und den Marktbewegungen. Aber was wir hier schon sehen, die Vermögenspreisinflation, also wenn Sie wollen, die positive Seite der Inflation, die wir stark bei Aktien, bei Immobilien gesehen haben, da sehen Sie 4% auf 200.000 Euro sind 8.000 Euro pro Jahr. Unterstellen wir, dass wir nur noch 25% Abgeltungssteuer haben, dann sehen wir einen Effekt von 6.000 Euro Vermögensmehrung. Die 6.000 Euro Vermögensmehrung sind höher als die 2.100 Euro mehr Ausgaben auf der Liquiditätsebene. Also könnte man sagen, on the long run im Durchschnitt mit dieser Anlagestrategie und diesen Renditen haben wir die Situation, dass der Anleger die Inflation bei seinen Lebenshaltungskosten über die Preissteigerung seiner Vermögenswerte entsprechend kompensieren kann. Also das ist schon mal eine positive Nachricht. Zum Thema Kapitalanlage, die vernünftige Einordnung natürlich wichtig. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, wie wir das für Kunden darstellen. Ich glaube, das wird ein Vermögensmix sein, den wir als Untergrenze sehen werden, um entsprechend einen realen Vermögenserhalt langfristig zu erzielen. Also wir sind 25% Aktien Europa, 20% Aktienwelt, also insgesamt eine Aktienquote von 45%, 45% globale Anleihen, Währungsgehedge gegenüber dem Euro, 5% Gold, 5% Liquidität.
Wir haben 1,2% Umsetzungskosten unterstellt. Die setzen sich zusammen aus den Finanzprodukten und den Kosten der Beratung. Auch die sind natürlich zu justieren, je nachdem, wie groß und komplex das Vermögen ist. Und was wir hier sehen, die Einjahresrendite, wie gesagt, das ist der Zeitraum von Anfang 99 bis Ende Februar 21. Wir sehen natürlich dann die Einjahresrendite auf 12 Monate, da sehen wir genau diese 4%. Aber viel wichtiger sind, glaube ich, die langfristigen annualisierten Renditen. Da sehen Sie auch über 10 Jahre diese Strategie rund 4% Rendite erzielt. Hätten Sie etwas mehr US-Aktien, wäre die Rendite etwas höher gewesen. Vielleicht in den nächsten 10 Jahren wäre etwas mehr Europa oder etwas mehr Asien passen. Das Ganze kann man natürlich auch noch justieren auf verschiedene Faktoren. Aber worum es mir hier geht an dieser Stelle, ist die Überleitung von der Inflationsbetrachtung in den Medien auf die Fragestellung, wo wirkt Inflation konkret bei mir auf meine persönliche Liquiditätsplanung. Stichwort Haushaltseinkommen, Haushaltsausgaben. Den Übertrag auf die Vermögensstruktur. Welche Vermögensstruktur, welcher Mix an Vermögensklassen ist notwendig, um die Inflationsrate überhaupt rechnerisch schlagen zu können? Dann haben Sie schon mal eine sogenannte Benchmark, einen Vergleichsmaßstab. Und dann kann man sehr schön regelmäßig schauen, erfüllt meine Vermögensstruktur, erfüllt meine liquide Anlagestrategie das, was ich erwarte. Also habe ich beispielsweise für diesen Zeitraum, den wir hier betrachten, von Februar 2021 rückwärts für diesen 12-Monats-Zeitraum. Liege ich dabei 4%? Liege ich drüber? Liege ich drunter? Wie sieht es auch mit den erlebten Schmerzen, mit der Schwankungsbreite, mit dem maximalen Verlust aus? Und dann habe ich eben schöne Möglichkeit, auch in der Anlagestrategie diese regelmäßig zu monitoren, gegenzusteuern, um danach zu schauen, ob ich den gewünschten Inflationsausgleich über die Renditen bekomme, um dann dementsprechend langfristig im Durchschnitt mit den Renditen auf meine Vermögensanlagen, also mit der Vermögenspreisinflation, die Konsumgüter, die Verbraucherpreisinflation zu kompensieren. Natürlich nicht jedes Jahr, sondern auch im mehrjährigen Durchschnitt. Daher die Betrachtung auf verschiedenen Ebenen sehr wichtig. Wir nehmen eben diesen Anleger, den wir gesehen haben, und wir können schon feststellen, wir haben verschiedene Ebenen. Wir sehen entsprechend hier in dem helleren Grün sehen wir das Nettovermögen, im dunkleren Grün das Realvermögen, also justiert um eine Inflationsrate von 2%. Und da sehen Sie schon, dass natürlich diese Schere zwischen diesen beiden nominellen und realen Betrachtungsweisen auseinandergeht. Also Inflation immer dann ein Thema, wenn wir langjährige Horizonte betrachten. Wir sehen hier in Rot Verbindlichkeiten. Im konkreten Fall hat der Anleger keine, es gibt keine Kredite. Aber was wir hier sehen in Grau ist dieses Liquiditätskonto, und das ist nichts anderes als die jährlichen Überschüsse aufsummiert, jährliche Unterdeckung abgezogen. Und was wir hier sehen ist, dass eben unser Anleger Überschüsse hat, solange bis er in den Ruhestand geht, und dann bei gleichen Einnahmen oder andersrum bei gleichen Ausgaben im Ruhestand, die jedes Jahr hier mit 2% Inflationsanstieg angesetzt werden, also 42.000 Euro Lebenshaltungskosten inklusive Miete steigen jedes Jahr um 2%, kann er bei seinen erwarteten Renteneinkünften, hier gesetzliche Rente von 2.500, Betriebsrente von 500 Euro vor Steuern, kann er eben nach Steuern die entsprechenden Ausgaben nicht mehr decken. Das Liquiditätskonto geht ins Minus. Von daher können Sie auch diese aufsummierten Liquiditätsaspekte als Verbindlichkeit gegenüber dem eigenen Lebensstandard verbuchen. Und da wir uns nun klar machen müssen, dass wir ja über 200.000 Euro Kapitalvermögen verfügen, wissen wir, dass selbst wenn Inflation heute kein großes Thema für unseren Anleger ist, dass die aktuelle Vermögensstruktur langfristig nicht ausreicht, um den Lebensstandard im Ruhestandsalter zu sichern. Das heißt, auch hier wäre zu überlegen, welche weiteren Vermögensströme zu erwarten sind. Gibt es Erbschaften, gibt es Schenkungen, kann weiteres Vermögen angespart werden, kann die Rendite in der Anlagestrategie noch erhöht werden, wenn es die finanzielle Risikobereitschaft hergibt. Aber wir sehen schon, die Verknüpfung von Liquidität und Vermögensebene, die ist eben sehr wichtig. Dementsprechend im Fazit aus meiner Perspektive die aktuellen Themen relevant. Die Inflationsdaten und auch die Inflationserwartungen, die wir aus Kapitalmarktpreisen ablesen können, die sind natürlich im Blick zu halten, aber die sind allgemeiner Natur. Wir müssen die im Rahmen der Liquiditätsplanung auf die persönliche Situation herunterbrechen, müssen auch die Auswirkungen auf die Vermögenspreise herunterbrechen, weil je nachdem, wie Ihre Vermögensstruktur sich zusammensetzt, werden Sie unterschiedliche Effekte haben. Haben Sie viel Cash, haben Sie viel Anleihen, dann ist es eben etwas anderes, als wenn Sie mehr Immobilien, mehr Aktien und mehr Edelmetalle haben. Also auch hier die Mischung natürlich relevant. Dann der Anstieg der Konsumentenpreise, der ist in der persönlichen Einnahmen-Ausgabenrechnung zu betrachten, auch zu modifizieren. Sie wissen, Inflation wirkt sehr unterschiedlich.
Wir sollten nicht versuchen, in Punkten zu denken, sondern eher in Bandbreiten. Das gibt ein besseres Gefühl, wenn wir über mehrere Jahre auch denken. Auch Szenarien sind hier sinnvoll. Und vor allem auch sollten wir die Veränderung der Vermögenspreise regelmäßig auf den verschiedenen Ebenen kontrollieren. Und insbesondere auch in der jetzigen Phase, wo wir sehr stark steigende Vermögenspreise hatten, durch die Aktivitäten der Notenbanken, durch die angestiegene Geldmenge und die anderen volkswirtschaftlich und makroökonomisch diskutierten Themen, sind natürlich auch stark positive Abweichungen nach oben, also zu hohe Renditen, auch ein Warnsignal, die dafür sensibilisieren sollten, vielleicht ein Rebalancing durchzuführen oder Risikomanagement in Form von Put-Absicherungen, die vielleicht weiter aus dem Geld sind, um sie günstig zu halten, zu erwerben oder weitere Anpassungen vorzunehmen in der Anlagestrategie. Erfahrungsgemäß auch das die gute Nachricht, die meisten privaten Haushalte haben eine Vielzahl von Stellschrauben, um finanzielle Ergebnisse zu verbessern. Häufig fehlt die Disziplin bei der Durchhaltung von Anlagestrategien. Man wird in guten Phasen zu gierig, in schlechten Phasen zu ängstlich, das führt zu Prozyklik, teilweise auch hohe Kosten, meistens gar nicht mehr so sehr auf der direkten Ebene, da ist die Sensitivität gestiegen, aber die indirekte Ebene, also dort, wo man verschiedene Vermögensverwalter beauftragt, die gegensätzlich etwas tun, dann haben sie auf beiden Ebenen Kosten, aber es kommt Marktentwicklung abzüglich Kosten hinaus, teilweise auch zu niedrige Aktienquoten, was wiederum Opportunitätskosten sind. Also die meisten Anleger haben deutlich mehr Kosten in der Umsetzung ihrer Anlagestrategie als das, was die Kostenausweise der Banken ausweisen. Nicht, weil die Kostenausweise zu intransparent sind, sondern weil die ganzen indirekten Kosten nirgendwo gemessen werden. Also deswegen Umsetzungsqualität, Kosten bei der Umsetzung, aber Steuern können auch in vielen Fällen optimiert werden, sowohl auf der Ertragssteuerseite als auch im vermögensübergreifenden Kontext innerhalb der Familie. Großes Thema natürlich im Kontext des Bundestags oder des Bundeswahlkampfes. Und denken Sie mal dran, Inflation ist nur ein Parameter bei der Herleitung der Anlagestrategie. Es darf nicht der entscheidende Parameter sein. Und in der heutigen Zeit, wo wir immer große Schlagzeilen, YouTube-Videos, Bücher und ähnliches haben, wo sehr stark in diese Kerbe gehauen wird, die Inflation, die nimmt uns die komplette Kaufkraft. Da haben wir natürlich ein hohes Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen. Deswegen an dieser Stelle eben die Werbung für die Finanzplanung, für die Vermögensstrukturbetrachtung, für das Handwerk und nicht nur für das Meinungsgetriebene. In diesem Sinne, glaube ich, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Es gibt wirklich viele Punkte, über die man sprechen muss, über die man nachdenken sollte. Aber wie gesagt, erst das Handwerk, dann die Meinung, dann die sinnvolle Umsetzung. Und wenn man diese Themen richtig in die Hand nimmt, dann haben die meisten vermögenden Haushalte ausreichend Potenzial, um mögliche Mehrbelastungen durch steigende Inflationsraten auf anderen Ebenen zu kompensieren. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.